Ja, herzlich willkommen zum inzwischen 10. Film meiner California Stone-Reihe. Und ja, da läppert sich langsam was zusammen. Schauen wir mal, was da noch kommt. Ja, heute werdet ihr sehen, wie wir den Motor und den Rahmen trennen. Und ich sage absichtlich wir, weil der Franz hat mir oder nach dem letzten Film angeboten, dass er mir hilft, dabei diesen Rahmen hier runterzuheben. Das ist eine feine Sache, weil dann kann ich mir die Rangiererei hier ersparen. Dann muss ich da mit der Stone nicht von der Hebebühne runter. Das ist natürlich schon toll und erleichtert mir dann schon erheblich die Arbeit. Ja, die Dreharbeiten dazu werden sich ja ein paar Tage hinziehen, weil ich muss ja schauen, ob der Franz dann irgendwann mal Zeit hat. Und heute, also jetzt heute, mache ich die letzten Vorbereitungen, dass wir dann eben nur noch den Rahmen vom Motor heben brauchen. Als nächstes stabilisiere ich erstmal den Motor hier auf seine Unterlage. Danach demontiere ich dann das Hinterrad und die Schwinge und wahrscheinlich auch dann das Vorderrad und die Gabel. Einfach aus Gründen der Gewichtsersparnis, damit wir uns da nicht zu stark plagen müssen. Hier hinten am Getriebe, da versuche ich mal hier durchzukommen. Da gibt es ein bisschen Luft. Und vorne wird es ein bisschen komplizierter. Da muss ich aufpassen, dass ich hier mit dem Spannriemen hier nicht im Weg bin, wenn wir dann den Rahmen so schräg nach vorne abheben. Ja, und weil es ja sowieso etwas eng zugeht hier, wie man sieht, hier muss ich ja durch, mache ich diese Grundplatte gleich mal weg. Ich glaube, die ist mir sowieso immer im Weg. Das ist praktisch hier dieses Blech, wo unter anderem auch dann die Batterie draufsteht. Die ist also hier vorne viermal mit dem Rahmen verbunden. Dann hat es hier seitlich noch eine Schraube. Das sieht man jetzt nicht, weil da ist der Kabelbaum im Wege hier. Und links das gleiche. Und hier in der Mitte hinten nochmal eine. So, ich hoffe, ihr seht ein bisschen was. War gar nicht so einfach, hier eine Kamerastellung zu finden. So, als erstes mache ich aber diesen Kabelbaum nochmal locker. Weil der liegt ja komplett über dieser Schraube hier drüber. Da kommt man ganz schlecht dran. Das hier ist der Entlüftungsschlauch fürs Getriebe. So, und hier ist die Benzinpumpe noch im Weg. Oh, da komme ich sonst gar nicht ran. Die muss weg vorher. Hier ist ein Blech eingeschweißt in den Rahmen und da mit diesen beiden Schrauben ist die Benzinpumpe dann befestigt. Und die gehen mit einem 5er Imbus auf. Hoffe ich zumindest. Schau das. Die zugehörigen Muttern, die drehen sich nicht mit. Schaut so aus, wenn die irgendwo an diesem Blech befestigt sind. Also die baue ich jetzt gleich mal komplett raus. Links geht er da. Dieser Metall umflochtene Benzinschlauch weg. Also eigentlich zum Tank, beziehungsweise zum Benzinhahn. Ja, das Teil, ich lasse mal ein bisschen ins Bild rein. Kennt ihr ja schon von früheren Filmchen. Und rechts, hier geht es dann weiter, geht es raus aus der Benzinpumpe und dann Richtung Einspritzanlage. Und den Schlauch mache ich hier vorne jetzt mal weg. Da habe ich hier diese Schlauchstelle schon etwas gelockert gerade eben. Ich hoffe, dass ich den runterkriege. Sitzt auch ohne Schlauchstelle ganz gut. Bewegt sich zwar ein bisschen, aber ziert sich noch ein wenig. Na jetzt. So. Und dann haben wir ja noch zwei elektrische Anschlüsse hier. Ich schiebe das mal ein bisschen zurück. So, hier brauchen wir nur eine 7er Schlüsselweite. Das ist eine ganz kleine Mutter. Bisschen wenig Gefühl mit diesen Handschuhen, aber die ganze Fuhre ist so dreckig, dass ich hier ausnahmsweise mal Handschuhe anziehe. Mutter mit Scheibe wird wieder geparkt. Das sind jetzt zwei schwarze Drähte.
Und da sehe ich gerade eben momentan auch keine Markierung irgendwo drauf. Ja, und da das eigentlich ein Gleichstrommotor sein müsste hier in der Pumpe drin, denke ich mal, sollte man Plus und Minus nicht vertauschen. Deswegen mache ich mir jetzt mal irgendwo eine Markierung ran, dass ich das später wieder richtig rum gleich anschließen kann. Mache einfach mal ein Plus, ohne zu wissen, ob es wirklich ein Plus ist. Hier oben drauf auch. Sieht man zwar nicht so sehr gut, aber man kann es erkennen. So, dann die untere. Die ist ein bisschen verrostet. Da gibt es schon deutliche Oxidationsspuren. Also passt hier mein Siemer nicht. Das ist eine Achter. Cool. Ob das jetzt original ist? So, Motor gepackt. Jetzt müsste das Ganze rausgehen. Ich zoome euch mal ein bisschen raus. Müsste sowieso raus, das Ganze, früher oder später. Also ich sehe hier, wenn ich mir das genau anschaue, keine Markierung, also Plus oder Minus, außer die, die ich hier gemacht habe. Ist zwar alles ein bisschen sehr stark verdreckt, aber jetzt auf den ersten Blick sehe ich da nichts. Außer, dass die Schrauben tatsächlich verschieden dick sind. Das scheint hier so eine 3,5er Schraube zu sein. Jetzt mal geschätzt und das ist hier eine 4er. Deswegen ist hier auch eine 8er Mutter drauf, also eine Mutter mit 8er Schlüsselweite und hier eine mit 7er. Scheint tatsächlich so gewollt zu sein. Und jetzt komme ich auch langsam dahinter, warum das Loch dieser Öse hier ist kleiner als das Loch dieser Öse. Und somit kann man die beiden auch nicht vertauschen. Gar nicht mal so dumm. So, jetzt versuche ich da mal mit meinem Ringschlüssel oder Gabelringschlüssel ranzukommen, weil von oben komme ich da immer noch nicht so richtig gut ran. Fühlt sich zwar ein bisschen zäh an. Oder ist da eine Mutter drunter? Ja, wenn man immer gleich richtig schauen würde, dann würde man das ja sehen. Hier sehen wir tatsächlich, da ist eine Mutter, das ist nur ein dünnes Blech hier. Naja, dann eben mit 2 13er. Das gleiche mache ich jetzt wie immer auch an der gegenüberliegenden Seite. Ja, ganz das gleiche ist es nicht an der gegenüberliegenden Seite. Hier haben wir ja dieses Schloss hier im Weg. Und jetzt komme ich da nicht mit dem Gabelschlüssel ran. Hier muss ich dann trotzdem eine Nuss mit Verlängerung benutzen. Nämlich hier unten rein dann. Ich versuche es euch mal von unten zu zeigen. Ja, genau, da war es schon. Also hier ran, an diese Mutter hier. Oben brauche ich aber trotzdem den Ringschlüssel, weil eben das Steuergerät auch noch drüber sitzt. Da käme ich jetzt nicht mit einer Nuss oder einer Verlängerung ran. Ja, und dann die hintere, mittlere Schraube, an die man hier von oben so sehr schön rankommt. Ja, die hat natürlich auch wieder ein kleines Problemchen. Die Mutter von unten ist sehr schlecht zu erreichen. Also von links hier auch relativ schlecht und rechts, da komme ich einigermaßen hin. Ich versuche das mal hier gegenzuhalten. Da ist jetzt die noch eingebaute Hinterradschwinge im Weg von unten. Das ist also sehr blöd zugänglich hier. Ich schaue mal, ob ich das schaffe. Ansonsten muss ich das Blech tatsächlich noch drin lassen, bis ich die Schwinge ausgebaut habe. Ringschlüssel ist auf Spannung, der hält von selbst. Die hat nämlich ganz schön Zug hier. Aber es scheint zu gehen. Also das ist jetzt echt blöd zu erreichen, diese Stelle hier. Haben Sie mal wieder nicht mitgedacht. Hat funktioniert, ist sogar noch im Ringschlüssel drin. Aber die eigentlich wichtigen Schrauben sind die vier hier. Weil hier hängt das Getriebe am Rahmen dran, wie man sieht. Die werde ich jetzt aufschrauben, das Blech rausschieben oder rausziehen. Und dann zwei davon wieder anschrauben. Zwei genügen erstmal, damit eben der Motor noch mit dem Rahmen verbunden ist und ich hier keine Instabilitäten hier gerade mal reinkriege, bevor ich den Motor mit den Spannriemen an der Hebebühne fixiert habe. Dazu braucht man einen 6er Imbus, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob ich mit meinem kleinen Spielzeug hier die Schrauben aufkriege oder ob ich mir da was Größeres dann holen muss. Ah, oh, nee, das schaut nicht gut aus.
fühlt sich nicht so an, als ob ich hier mit meiner kleinen Ratsche hier was ausrichten könnte. Nee. Okay, das war zu klein. Dann eben eine Nummer größer. Ja, und jetzt für euch mal in Nahaufnahme. Das ist also die letzte Schraube, die ich hier löse. Und dann schauen wir mal, ob sich da was bewegt. Zumindest nichts Nennenswertes. So ein paar Zehntel hat sich's gesenkt. Bilde ich mir zumindest ein. So, jetzt hängt da hinten nur noch an der Kardanwelle dran. Hoffentlich gibt es da keine Platzprobleme da nach hinten raus. Bewegen lässt sich's. Ja, hier die sogenannte Grundplatte in seiner zwar etwas verschmutzten, aber vollen Pracht. Ja, und jetzt setze ich die hinteren beiden Schrauben wieder rein. Die hinteren deswegen, weil man da ein bisschen besser von oben rankommt. Aber ohne Handschuhe jetzt, sonst finde ich da das Gewinde nicht. Naja, jetzt kann er auf alle Fall nicht mehr nach unten, wenn ich jetzt anschließend die Schwinge ausbaue. Aber zuvor darf ich nicht vergessen, das Ganze jetzt mit den Spannriemen zu fixieren. Spätestens jetzt. Weil sonst, glaube ich, fällt mir das Ganze dann von der Halterung runter. Erstmal hier hinten. Mit dem Teil schaffe ich es nicht. Dann rüber. Hinterm Rahmen durch und dann an die Hebebühne ran. So habe ich mir das gedacht. Ich hoffe, das hält. Und hinten gehe ich jetzt mal an der Stelle drüber, quer. Und wenn ich hier ginge, dann würde ich über den Anlasser noch drüber spannen. Das möchte ich jetzt nicht. Naja, klappt doch ganz gut. So, hier meine totalen. Naja, dann widmen wir uns doch mal dem Ausbau des Hinterrads. Ja, wie man gut erkennen kann, habe ich das Ganze hier unten noch mal unterstützt und etwas angehoben noch, damit das Rad hier frei wird und entlastet ist. Und dann kann ich das hier in dem Fall relativ einfach so nach hinten wegnehmen. Als erstes, wie immer, kommt der Bremssattel ab. Der stört hier noch. Ja, die Scheibe ist extrem eingelaufen. Ich zeige euch die dann anschließend im Detail. Also die kann ich auf keinen Fall wiederverwenden. Jetzt muss ich erstmal über diesen Grat hier drüber kommen. Ah, geht gerade. Und hier sitzt eine Halteklammer für die Bremsleitung. Die mache ich auch gleich mal weg. Gut zu. Boah. Braucht man nicht ganz wegmachen, es reicht. Lockern, dann kriegt man das so raus. Hier ist normalerweise so eine Gummikappe drauf, habe ich gerade eben schon mal weg. Was braucht man für Werkzeug? Hier vorne ein 14er Imbus zum Gegenhalten erstmal. Und an der rechten Seite eine Nuss mit 27er Schlüsselweite. Die dürfte ziemlich angeknallt sein, weil ich glaube, die muss man gut mit 100 Newtonmeter hier anziehen. Schauen wir mal. Ui, ui, da dreht sich was. Muss ich mal ein bisschen. Ah, geht gerade. So, ging aber. Und die brauchen wir noch. Ja. Ihr seht eine selbstsichernde Mutter, die hat hier so Sicherungsbleche vorne dran. Und ja, wie immer eine Beilagscheibe. So, jetzt die Achse. Rausziehen, gegendrücken hilft. So, jetzt ist hier der Bremsanker noch da und eine Distanzhülse.
Die halte ich mal vorsichtshalber fest, nicht, dass die mir abhaut jetzt. Jo, wie man sieht, die ist nur eingehängt. Und so eine Nase hier. Und das ist die Distanzhülse. So, und jetzt können wir das Rad aus der Verzahnung heben. Und raus. So, und jetzt zeige ich euch mal die Bremsscheibe hier. Hier sieht man es noch, 4,5 mm Mindeststärke. Werde ich jetzt mal messen. Ich wechsle die so und so aus, weil die hat echt einen heftigen Grat hier oben. Jetzt kann man leider die Skala nicht sehen. Ich bin hier bei 4,3 mm. Also haben wir auch hier die Mindeststärke eh schon unterschritten. Also man sieht das dieser Scheibe schon an, dass die wirklich am Ende ist. So, jetzt zum Endantrieb. Den baue ich auch noch runter. Müsste ich zwar jetzt nicht für den Ausbau der Schwinge, aber der hat auch ein Gewicht. Und den möchte ich ja sowieso erstmal mir dann genauer anschauen. Würde dann sowieso zerlegen und man sieht hier auch dann die Karrenwelle, wenn der mal runtergebaut ist. Es sind nur hier diese vier Hutmuttern. Und hier der Stoßdämpfer hier, dieses Federbein. Das muss auch raus. Oben ist er schon locker und unten sind noch relativ kleine Schrauben verbaut. Hier braucht es einen Vierer Imbus. Die Schraube hat ja nur die Aufgabe, das Federbein hier dran zu halten. Muss ja sonst keine Kraft aufnehmen. Schauen, ob ich schon rauskriege. Jo, das ging jetzt auch wieder einfach. So, jetzt die vier Schrauben. Mal schauen, ob ich die wieder. Ja, die gehen locker. Die sind gar nicht so stark zu. Dann braucht man das Ganze nur noch nach hinten rausziehen. Und schon hat man es in der Hand. So sieht das Ganze dann aus, wenn man hier reinschaut. Wie man sieht, ist es ziemlich gefettet. Es ist gut. Und das, was man hier sieht, das ist die Zahnhülse oder Schiebehülse des Kaderns. Der schaut hier nicht raus. Also hier kann man auch nichts anziehen. Da geht nichts zum Zurückziehen. Und der oder das muss auch noch weg. Aber erst nachdem ich hier diese Schlauchschellen gelöst habe. Die ist von innen oben geschraubt. Warum nicht? Jetzt dürfte da keine Spannung mehr drin sitzen. Aber jetzt angeklebt. Ja, hier braucht man eine 30er Schlüsselweite, am besten eine Nuss, dass man nicht, möglichst nichts verletzt. Die ist noch ziemlich, wahrscheinlich ziemlich angeknallt, weil mit der stellt man ja nicht das Spiel ein der Schwinge. Da ist eine Schraube weiter innen noch drin. Wie man sieht, gibt es hier auch einen Imbus, einen Innensechskant. So, mache ich jetzt mit dem 8er Imbus auf. Das dürfte jetzt nicht sehr stark angezogen sein. Ist es auch nicht. Eben nur, damit es eben Sitz hat und kein Spiel. Das ist ein Feingewinde. Das sieht dann so aus. Ich mache es vorsichtshalber mal nochmal mit einer, zwei Umdrehungen rein, weil ich löse erstmal das ganze System jetzt, das genau gleich ist, an der rechten Seite. Jetzt nehme ich mal das Federbein raus. Und lege es irgendwo hin, wo es nicht gerade runterfällt. Und dann diese Schraube wieder. Jetzt müsste ich theoretisch die Schwinge nach hinten wegziehen können.
Oh, sappert Öl raus, das sollte nicht sein. Getriebeöl, das heißt, da war irgendwas undicht. So, die müsste jetzt rausgehen eigentlich. Spannung, okay. So, ich zeige euch das dann im Detail. Ich muss jetzt gerade mal meine Ölsauerei hier auffangen. So, das ist also die Getriebeausgangswelle. Und hier sappert Öl raus. Schale hätte ich mir fast sparen können, der tropft bloß noch. Also hier einiges an Getriebeöl. Das heißt, hier ist definitiv ein Simmering undicht. Tja, ich mache jetzt erstmal diese Sauerei hier weg. Nicht, dass mir da noch Haufen Öl hier an meinen Werkstattboden tropft. Ja, hier wie versprochen eine Detailansicht der Schwinge. Ich habe jetzt mal das Kreuzgelenk und den Kardan hier, das ist eine Einheit, schon mal ausgebaut. Das heißt, das muss man hier von der Seite nach der etwas rausklopfen, weil hier ein Stützlager sitzt und hier sitzt dann die Kardanwelle im Stützlager drin. Was hier auffällt im Vergleich zur California 1100, das ist das doppelte Kreuzgelenk hier. Wie man sieht, das ist viel, viel kürzer und das hat man hier bei der EV-Baureihe verlängert. Und ich denke mal, deswegen, damit eben durch den längeren Hebel, den man hier hat, das Kreuzgelenk hier nicht so viel Arbeit leisten muss, hier vorne und hier hinten. Ist klar, wenn man kürzer ist, müssen die Gelenke hier, wenn da nicht alles sauber gerade läuft drin, viel, viel mehr arbeiten. Und das ist so eine Verbesserung der IV-Baureihe. Also bei der California 1100 sitzt das in etwa hier da drin. Da ist das Stützlager auch da an der Stelle ungefähr, circa. Und diese Verdickung ist hier viel kürzer, die geht hier ungefähr an. Der Unterschied zur California 1100 ist auch, dass hier bei der IV ein rechteckiges Rohr verbaut wurde und die California 1100 hat hier noch ein rundes Rohr. Was man hier noch sieht, ist eine Verjüngung dieses Rohrs hier. Das braucht man, damit der Reifen genügend Platz hat. Ja, wenn man sich mal die Kardanwelle anschaut, hier sitzt ein Sicherungsring, also so ein Sägerring, weil hier haben wir ja die Schiebehülse. Die muss hier drauf, gut gefettet natürlich normalerweise. Und das ist hier der Anschlag, damit diese Schiebehülse hier nicht nach hinten abhauen kann. Deswegen muss dieser Ring unbedingt drin sein. Das heißt aber auch, wenn man das ganze System hier von da nach da rausklopft, sollte man unbedingt vorher diese Schiebehülse entfernen. Sonst klopft man auf diese Schiebehülse drauf. Dann kann es passieren, dass man diesen Ring nach hinten rutscht. Und das Ganze geht natürlich dann nach innen rein bis zu dieser Engstelle hier. Und dann verkeilt sich das Ganze. Ja, da hat mich dann der Franz Gott sei Dank nochmal darauf aufmerksam gemacht. Also sollte man nicht vergessen, sonst hat man hier ein Riesenproblem. Die kriegst fast nicht mehr raus, wenn sich das hier an dieser Engstelle hier verkeilt. Also so ein kleines Detail, das man beachten sollte. Was man auch unbedingt nicht vergessen darf bei der Demontage des Stützlagers. Und zwar an dieser Seite. Hier ist eine kleine Madenschraube drin, ganz unscheinbar. Die sichert das Stützlager gegen das Rausrutschen. Bei der California 1100 ist hier ein Sicherungsring nochmal verbaut, also hier vorne. Der fehlt hier. Das wird hier nur mit einer Madenschraube gesichert. Und die sollte man nicht vergessen, sonst hat man ein Riesenproblem, sonst kriegt man das Lager wahrscheinlich nicht raus oder man macht was kaputt. Naja, wollte ich euch nur mal zeigen. Also man sieht hier eindeutig, dieses doppelte Kreuzgelenk und die Kardanwelle kann man nicht hier vorne rausziehen, geht nicht. Muss man mit etwas sanfter Gewalt hier mit dem Gummihammer aus diesem Stützlager rausklopfen und dann geht es hier in diese Richtung raus. Und weil ich ja möchte, dass der Rahmen so leicht wie möglich ist, wenn wir ihn dann drüber heben, baue ich das Vorderrad auch noch aus und auch die Gabelholme. So. Ja, der ist zu. Die vordere Bremsscheibe sieht zwar nicht ganz so schlimm aus, ne, die ging noch. Wahrscheinlich ist sie noch im Verschleißmaß. Hat auch nicht so extreme Riefen. Könnte ich eventuell wieder weiterverwenden, noch eine Zeit lang. Das muss ich mir aber noch überlegen, weil ich spiele mit dem Gedanken, dass ich hier vorne zwei Bremsscheiben hinbaue. Und dann möchte ich natürlich nicht eine alte und eine neue haben.
Macht irgendwie auch keinen Sinn. Und hier ist wieder ein 6er Imbus gefragt. Ja, die gehen relativ leicht. Das ist jetzt nicht das Originale für die Guzzi hier, für die Stone. Aber gefällt mir eigentlich, relativ schlank und wahrscheinlich bleibt sogar dran. Ja, jetzt die beiden Glam-Schrauben lockern, die hat die Stone nur an der rechten Seite. An der linken Seite hat die Stone überhaupt keine Glam-Schrauben für die Achse. Hier braucht man 5er Imbus. Dann reicht der lockern. Und hier brauchen wir wieder den 14er Imbus. Ist auch gut zu, wobei das glaube ich nicht 100 Newtonmeter sind, sondern wenn ich noch recht in Erinnerung habe, nur 80, aber reicht auch schon. Werde ich natürlich beim Zusammenbauen erst einmal ganz genau ins Handbuch schauen. Wir hatten das zugemacht, Mensch. So stark muss man die meiner Erinnerung nach nicht anziehen hier vorne. Naja, noch dazu wird sie ja noch gesichert durch diese beiden Klemmschrauben hier. Ja, muss ich mal eine Verlängerung benutzen. Ich glaube, den Griff kriege ich ab hier von meiner Ratsche. Und hier mal mit meiner Stange arbeiten. Ich hoffe, da mache ich jetzt nichts kaputt. Ja, das ist total zu. Das ist heftig. Aber es bewegt sich. Müsste gehen. Ja. Ja, die war zu. So, ich hoffe, dass ich hier keine große Spannung jetzt drin habe. Mag noch nicht raus. Ich denke mal, ein bisschen Spannung habe ich. Ich versuche sie mal sanft hier rauszuklopfen. So. Hat sich noch etwas gesenkt, aber es ging eigentlich. Links ist hier diese Distanzhülse noch verbaut. Ja, hier ist auch noch leicht Spannung drauf. Aber ich denke, das ist nicht tragisch. Passt. Ja, auch noch rechts eine kleine Distanzhülse. So, jetzt bin ich ja echt mal gespannt, ob mir der Platz da oben reicht. Ach, das geht ja leichter wie gedacht. Ist ja langweilig. Ja, da hätte ich jetzt mit mehr Problemen gerechnet. Bevor ich aber die Gabelholme jetzt demontiere, lockere ich hier erstmal die oberen Verschlussschrauben, weil da mache ich ja definitiv einen Service. Tja, erstmal diese übrig gebliebenen Zierkappen hier weg. Da passe ich jetzt auch nicht besonders auf, weil wenn wirklich da mal wieder welche reinkommen, gibt es neue. So, wieder ein 6er Imbus. Uiuiui. Dann ziehe ich die mal raus, vorsichtshalber. Aber bei Guzzi ist es meistens so, dass die nicht von recht alleine rausgehen. Also, da muss ich nicht große Angst haben, dass die mir entgegenfällt. Geht relativ leicht für eine Guzzi. Also die ich bis jetzt ausgebaut habe bei meinen beiden, die gingen nicht so schön raus. Weder bei der Kali 1100 noch bei der Kali 1400. Noch der Lenkungsdämpfer weg.
Also ich merke hier keine Rastung. Geht schön weich. Also ich glaube, dass die Lenkkopflager noch in Ordnung sind. Aber zerlegen werde ich sie sowieso. Spielt also auch keine große Rolle. Kann man auch austauschen. Kostet ja nicht die Welt. Ja, was mir jetzt nicht gefällt, ist hier, dass die Bremszange herumhängt. Deswegen baue ich die auch noch mal komplett weg. Muss man hier nur zwei Schrauben öffnen. So, jetzt seht ihr auch ein bisschen was. Also die beiden hier. Da ist gleichzeitig auch dann der Spiegel befestigt hier oben. Hier haben wir noch eine Halterung. Die mache ich hier komplett weg, weil man die Bremsleitung hier nicht durchfädeln kann. So ohne weiteres. Ja, man könnte es vielleicht mit einer Zange hier irgendwo beiseite biegen und dann trotzdem rausfädeln. Aber ich lasse es jetzt mal dran. Schraube parke ich wieder. Und hier an der unteren Gabelbrücke ist sie auch nochmal befestigt. Die Leitung. So, das Blech schraube ich wieder hin. Erstmal vorläufig. Fast fertig. Der Bremsschalter muss noch getrennt werden. Das sind Flachstecker mit Schrumpfschlauch hier fixiert. Muss ich erst aufschneiden. Wurde anscheinend auch schon mal getauscht. Das schaut definitiv nicht original aus hier. Tja, und schon hat man die komplette vordere Bremsanlage einer California Stone in der Hand. Tja, das ist alles. Ja, und weil ich gerade so schön dabei bin, mache ich doch den Lenker auch gleich mal runter. Die Zierkappen weg. Wieder 6er Imbus. Jetzt mache ich auch eine kurze Pause, weil ich habe mal wieder was vergessen. Die beiden Gaszüge müssen noch raus hier. Die bleiben sonst hängen. So, den schönen Guzzi-Adler nicht runterschmeißen. Das bleibt noch. Der Choke, der hängt auch noch drin. Nicht mehr lange. Und da war doch mal was mit dem Kupplungsseil. Mann, Mann, Mann. Ohne Hirn ist man richtig doof. Jetzt kommt man ja gut ran an diese Verschraubung hier. Ohne Unterzüge. Braucht man übrigens einen 17er Schlüssel. So, jetzt aber endgültig hier. Nicht, dass da noch irgendwo ein Kabel oder ein Zug auftaucht. Ja, und wenn ich die vordere Bremse schon weggebaut habe, dann baue ich doch gleich mal die hintere auch noch weg. Dann haben wir wieder ein Teil weniger, das dann rumhängen wird, wenn wir den Rahmen anheben. Das sind diese beiden Schrauben hier. Und diese da noch, die dritte. Hängt dann hier der Ausgleichsbehälter mit dran. Dann noch die Stecker für den hydraulischen Bremsschalter. Der geht fast von selbst runter. Der ein bisschen strenger. Hier mal wieder einen Kabelbinder öffnen. Lose wäre es, aber jetzt habe ich das Problem, das Ganze durch den Rahmen durchzubekommen. Hier wird es ein bisschen eng. Na, mal schauen.
Gaszylinder geht schon mal durch. Wie schaut es mit dem Ausgleichsbehälter aus hier? Der Vorratsbehälter ist es ja eigentlich. Ja, geht auch. Geht doch. Tja, mehr ist es auch hinten nicht. Ja, und weil ich gerade so schön rankomme, demontiere ich halt einfach mal die Gabelbrücken auch gleich. Wenn ich schon dabei bin. So, bewegen lässt sich's. Jetzt muss ich nur noch rauskriegen. Eigentlich müsste das gehen. Ja, manchmal bringt es echt was, wenn man ins Handbuch schaut. Den Zierdeckel runterbauen und dann diese Abdeckmutter hier aufschrauben. Ja, das ist jetzt wieder anders wie bei meiner Kali 1100. So, so sieht die dann aus. Ja, der Chrom ist auch nicht mehr der beste. Da muss ich mir auch was einfallen lassen. Vielleicht gibt es eine neue. So, jetzt müsste das rausgehen, tatsächlich. Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. Ja, und das ist hier die Mutter zum Spannen des Lenkkopflagers. Und hier braucht man den Hakenschlüssel. Ja, lieber locker. Soll ja auch nicht fest sein, nicht extrem zumindest. Abdeckung mit Scheibe. Nochmal eine Scheibe. Hier gibt es einen Absatz, der muss nach oben. Ich filme das jetzt auch wieder für mich mit, dass ich es nachher wieder zusammenkriege. So, jetzt sitzt das schon das Lager. Ich klopfe mal vorsichtig oben drauf. Jetzt Rost ist oder Dreck oder getrocknetes Fett oder alles drei. Das werde ich mir mal bei Gelegenheit genauer anschauen. Ja, die Lenkkopfanschläge, wie man das hier so sieht, haben auch schon bessere Zeiten gesehen. So, jetzt kann man das hier raus tun. Aber auch hier, naja. Also ich denke, die werde ich trotz alledem ersetzen, ob ich die wieder so schön sauber kriege. Möchte ich fast mal bezweifeln hier. Komische Farbe hier. Sieht fast aus wie Rost. Geht gar nicht weg, wird nicht blank. Wird wahrscheinlich auch sowas sein wie Rost. Auch braun. Ich denke, da war definitiv Wasser im Spiel. Das wird auch nicht richtig metallisch blank, wenn ich es sauber wische. Da ist definitiv eine gleichmäßige dünne Rostschicht. Ja. Okay, das muss also auch gewechselt werden. Ja, so lasse ich's und jetzt rufe ich mal den Franz an, wann er Zeit hat. Und dann werden wir gemeinsam die Scheidung vollziehen. Ja, und ich hoffe, ich habe hier kein Kabel oder irgendeinen Schlauch vergessen, der dann noch hängen bleibt. Wir werden sehen. Für euch ein paar Sekunden, für mich vielleicht ein, zwei Tage und dann geht's weiter. So, Franz ist da und wir legen gleich mal los. Ja, noch die vordere Schraube raus, genau. Ich muss ein bisschen abstützen hier vorne, sonst geht es nach unten. Okay. So schwer ist es nicht.
Die zwei hinten, die habe ich vom Vorfeld schon gelöst. Und jetzt schauen wir, ob wir die ganze Folie nach oben kriegen oder bekommen. Ja, hier hinten kann man sie ja anheben wie eine Schubkarre. Du musst unten nach vorne, ja? Du musst jetzt nach oben. Okay. Das geht ja relativ leicht. Und ich habe kein Kabel vergessen. Ich bin stolz auf mich. Naja, fast wie im richtigen Leben. Scheidungen sind unspektakulärer wie Hochzeiten. Meistens zumindest. Ja, jetzt steht ja da der Rahmen noch mit komplettem Kabelbaum. Der kommt natürlich dann in einer der nächsten Aktionen weg. Und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze noch strippen können. Und vom Motor ist jetzt genau das noch übrig. Nochmal ein bisschen abgestützt hinten, sonst wäre er nach hinten weggekippt. Ja, den seht ihr dann in Zukunft auch noch im Detail. Den möchte ich ja komplett zerlegen und neu aufbauen, vielleicht mit neuem Gehäuse, mit hellem, also mit aluminiumfarbenem Gehäuse. Mal schauen, was mich da noch alles umtreibt. Ja, bezüglich des Motors, sprich des Motorblocks, hier noch ein Detail. Ich wollte diesen Motorblock ja unbedingt aluminiumfarben haben dann. Ja, und es wurde mir gesagt, dass dieser Kräusellack hier ganz, ganz schlecht zum Entfernen ist. Also auch mit Glasperlstrahlen oder anderen Strahlgut. Es gibt angeblich ein Problem. Jetzt habe ich hier, wie ihr seht, schon mal ein bisschen probiert. Und der scheint hier ganz, ganz leicht herunterzugehen. Da braucht man nur ganz leicht hinstoßen. Das heißt, es werde ich hier mit einer kleinen Fleißaktion alles hier runterkratzen. Es scheint wirklich hier an jeder Stelle, wo ich hier leicht mit dem Schraubendreher hinkratze, geht dieser Kräusellack fast von selbst ab. Wieder erwartend. Das heißt, ich werde diesen Motorblock weiterhin benutzen. Es wird natürlich mal ein bisschen Arbeit hier, auch diese ganzen Kühlrippen da sauber zu kriegen erstmal. Dann werde ich ihn trotzdem zum Strahlen dann bringen, also Glasperlstrahlen wahrscheinlich, nehme ich mal an. Und werde den dann wahrscheinlich mit Klarlack auch nochmal lackieren lassen, mit geeignetem Klarlack. Und wiederverwenden ist mir ehrlich gesagt am liebsten. Ihr werdet den Motor trotz alledem relativ weit von innen sehen. Weil ich werde die Ölwanne runter montieren, ich werde auch die Zylinder runter montieren. Da ist nämlich hier unten am die Zylinderfußdichtung undicht, da ist überall Öl an der Stelle, da unten rechts auch. Und ich gehe mal davon aus, dass auch die Dichtungen hier ja nicht mehr ganz die frischesten sind. Ich schaue mir dann sowieso die ganzen Kolben nochmal an, ob es hier Laufspuren gibt und so weiter. Das heißt, das kommt hier alles runter. Auch der vordere Deckel, Lichtmaschine, das muss alles weg. Wie schon erwähnt, die Ölwanne, das Getriebe. Also man sieht hier den Motor dann schon relativ genau nachher. Oder man kann reinschauen, wie der aufgebaut ist. Es bleibt eigentlich nur noch die Kurbelwelle übrig, ne, die Nockenwelle, die ich da nicht ausbaue wahrscheinlich. Wenn es nicht sein muss. 64.000 Kilometer ist für so einen Motor eigentlich überhaupt nichts. Da ist er gerade mal gut eingelaufen, wenn er gut behandelt wurde. Ja, so der weitere grobe Plan im Moment. Ich werde sehen, ob sich das alles hier so realisieren lässt. Naja. Kommt Zeit, kommt Rat. Aber die nächste und dringendste Aufgabe, die ich jetzt noch ausführen muss, das ist hier diesen Sauhaufen aufräumen. Also das wird noch ein ganzes Stück Arbeit hier. So, das soll es aber jetzt gewesen sein. Der Film wurde sowieso fast doppelt so lang, wie ich eigentlich geplant habe. Aber ich wollte nicht nochmal einen Teil drehen, wo es heißt Vorbereitungen für Motorausbau. Ich glaube, das wäre dann irgendwann mal ein bisschen langweilig geworden, zumindest von der Betitelung her. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht und interessiert. Jetzt werde ich erstmal meine Aufräumaktion starten und dann geht es in ein paar Tagen, ein paar Wochen, mal schauen, wie ich dazu komme, wieder weiter mit dem hier, beziehungsweise mit dem Rahmen. Das nächste, was ich machen möchte, ist dann die Elektrik hier erst einmal trennen vom Rahmen, also den ganzen Kabelbaum hier rausbauen. Ja, dann sehen wir, was noch kommt. Ich lasse mich da auch überraschen. Vielleicht bis demnächst. Ciao.